Tagtäglich scheint die Sonne auf unseren Planeten. Sie erwärmt die Erde, die Luft und das Wasser. Und Luft und Wasser werden von Winden und Meeresströmungen unablässig über den ganzen Erdball bewegt. So entsteht auf unserer Erde ein Klima, in dem Pflanzen, Tiere und Menschen leben können. Dieses Wechselspiel zwischen Sonne, Erde, Luft und Wasser erleben wir jeden Tag. Mal regnet es und der Wind weht, mal ist es sonnig und warm und mal schneit es. Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, sagen uns Meteorologen voraus. Denn das Klima ist sozusagen das Wetter im Großen. Von Wetter sprechen wir, wenn wir den Zustand an einem Ort in den nächsten Stunden und Tagen meinen. Also die Wettervorhersage für den nächsten Tag in einer Stadt. Bei einer Klimavorhersage hingegen geht es darum, welche Wetterlage über viele Jahrzehnte in großen Regionen, wie etwa in Europa, herrschen wird. Seit Jahrtausenden blicken die Menschen zum Himmel und bewundern die Schönheit der Wolken. Doch die uns scheinbar so vertrauten Begleiter geben der Wissenschaft große Rätsel auf. Was sind Wolken? Wie entstehen sie? Und welchen Einfluss haben sie auf unser Klima? Ohne Wolken würden weite Teile unserer Erde in kurzer Zeit veröden. Bäche würden versiegen, Flüsse und Seen austrocknen. Erst die Wolken bringen das Leben auf die Kontinente. Wolken sind das entscheidende Element im irdischen Wasserkreislauf. Dieser Kreislauf transportiert die lebensnotwendige Feuchtigkeit von den Meeren zum Land. Wolken können dem Menschen aber auch Unheil bringen. Gewitterwolken und Stürme gehören zu den gefährlichsten Naturgewalten auf unserer Erde. Wolken sind ein Produkt unseres Wetters und Klimas, aber sie erzeugen es auch. Ohne Sonne gäbe es keine Wolken. Sie erwärmt Eis, Wasser und Erde, sodass Wasser verdunstet. Wie in einem Heißluftballon steigt der unsichtbare gasförmige Wasserdampf mit der warmen Luft nach oben. In den höheren Luftschichten vermindert sich der Luftdruck und die Luft kühlt ab. An dieser Kondensationsgrenze verwandelt sich der Wasserdampf wieder in winzige Tröpfchen. Eine Wolke entsteht. Eine durchschnittliche Schönwetterwolke besteht aus Milliarden kleiner Tröpfchen. Diese sind nur Tausendstel Millimeter groß und so leicht, dass sie in den Luftströmungen schweben. Wolken sind Wetterboten. Der Wolkenhimmel lässt sich wie bei einem Haus in drei Stockwerke einteilen. Cirruswolken sehen aus wie Federn und bringen meist Sonnenschein. Cirrocumulus oder Schäfchenwolken hingegen bedeuten oft Regen. Einen dunklen Schleier am Himmel bilden die Altostratuswolken. Auch sie sind Regenboten. Alte Cumuluswolken sehen aus wie bauschige Bänder. Auch wenn der Himmel recht bewölkt ist, regnen wird es wohl nicht. Dauerregen bringen dagegen die dunkelgrauen Nimbostratuswolken. Cumuluswolken erinnern an Wattebällchen und versprechen schönes Wetter. Die riesigen Cumulonimbuswolken aber bringen Gewitter. Wolken bestehen aus Wasser. Genauer aus kleinen Wassertröpfchen, die auch zu Eiskristallen gefroren sein können. Thank you.
Was ist denn nun mit dem Wind oder mit der Luft? Denn das ist ja dasselbe. Wind ist Luft, die sich bewegt von irgendwoher nach irgendwohin. Aber warum macht sie das? Nun, ganz einfach. Machen wir uns mal eine schöne Landschaft. Berge, Hügel und ein Meer. Ja, so. Eine Sonne kommt noch dazu, die wärmt das Ganze. Zuerst werden die Hügel warm und die warme Luft über den Hügeln steigt nach oben. Warme Luft steigt immer nach oben. Aber jetzt gibt's über den Hügeln ein Luftloch. Das darf nicht sein. Also strömt Luft vom Meer her heran und füllt das Luftloch. Nun muss man wissen, das Meer ist jetzt noch kälter als das Land und deshalb gibt's einen Luftkreislauf. Über dem Wasser kühlt sich die Luft ab, fällt nach unten und weht jetzt zum Land hin. Denn da muss sie ja ein Luftloch stopfen. Und bevor sie warm wieder nach oben steigt, kann sie noch eine Windmühle drehen. Abends aber, wenn die Sonne untergeht, sieht die Sache ganz anders aus. Das Meer hat sich jetzt so richtig aufgeheizt. Es ist wärmer als das Land. Also steigt die warme Luft über dem Wasser nach oben. Und kühler Wind kommt vom Land her, um das Luftloch zu stopfen. Es weht Landwind. Es hängt also von der Sonne ab und von der Landschaft, woher der Wind weht. Oder ob er überhaupt weht. Ganz schön kompliziert. Wenn eine warme Luftmasse auf eine kalte trifft, spricht man von einer Warmfront. Die warme, leichte Luft gleitet nach oben und kühlt sich ab. Wolken bilden sich. Es gibt Regen, der oft lange anhält. Im umgekehrten Fall trifft eine kalte Luftmasse auf eine warme. Das ist eine Kaltfront. Die kalte, schwerere Luft schiebt sich unter die warme und drückt diese schnell nach oben. So entstehen riesige Wolkentürme. Es kommt zu Gewittern, starken Regengüssen und Winden. So kann man sich den Ablauf vorstellen. Die Sonne lässt Wasser aus den Ozeanen verdunsten. Dieser Wasserdampf steigt zum Himmel empor und bildet Wolken, die vom Wind bewegt werden. Als Regen oder Schnee kehrt das Wasser auf die Erde zurück. Über Flüsse gelangt das Wasser wieder in die Ozeane. Ein konstanter Kreislauf, der schon seit 2 Milliarden Jahren anhält.